Handtaschen habe ich wie jedes die bewusste Frau, so circa 10 bis 12. Wie viel weiß ich nicht ganz genau, von Pfirsich bis zu Lindgrün und von Wiener bis Damast. Habe ich was gerade zu meinen Schuhen und meiner Stimmung passt. Wenn ich wo unterwegs bin, habe ich so auf Schritt und Tritt das Allernötigste, was ich so brauche, immer mit. Das ist perfekt, doch zipft mich eines wirklich ziemlich an. Oft schlepp ich auch noch jede Menge Zeug von meinem Mann. Drin sind mein Kalender und mein Handy und ein Protokoll und ein Brief, der seit 2 Wochen an sich bei der Post sein soll. Und für zwischendurch, wenn ich wo warten muss, ein Magazin und mein Reisepass, der Führerschein, mein Meldezettel, Wien. Außerdem mein Börsel, ein Notizbuch, eine Lippencreme, eine Bürste für die Haare und ein Deo und zudem noch ein Bleistift und ein Kuli und ein kleines Stück Papier und ein Leuchtstift, wobei der gehört vermutlich gar nicht mir. Wer jetzt glaubt, dass das schon alles ist, der hat sich arg geirrt. Denn in meiner Tasche hat sich außerdem noch das verirrt. Eine Nagelfeile und ein Spray zur Handdesinfektion, ein paar Taschentücher, ein Parfüm und auch noch ein Tampon, sowie Mundspray, scharfe Zuckerl und ein Nähzeug und so dann kleine Einkaufstaschen, die man notfalls schnell vergrößern kann. Die Tasche wäre schon gut belastet, aber halb so schwer, wenn mich doch noch das Zeug von meinem Mann darinnen wäre. Sein Geld, die Schlüssel und sein Handy sucht er sicher schon. Doch hab ich da kein Mitleid, denn was hat er jetzt davon? So manche Frau hat so wie ich verzweifelt schon gebraucht. Toiletten sind oft Mangelware, wenn man eine braucht. Und hat man eine doch entdeckt, erkennt man Schmerz verzerrt. Es ist die Tür zur seligen Erleichterung versperrt. Der Weg von draußen bis nach drinnen zum erhofften Sitz erfordert einen Tasche habe ich sicher eine Münze drin. Dort suche ich jetzt ganz hektisch, weil ich unter Zeitdruck bin. Drin sind mein Kalender und mein Handy und ein Protokoll und ein Brief, das seit 2 Wochen an sich bei der Post soll. Und für zwischendurch, wenn ich wo warten muss, ein Magazin und mein Reisepass, der Führerschein, mein Meldezettel, wie außerdem ein Börsel, ein Notizbuch, eine Lippencreme, eine Bürste für die Haare und mein Deo und zudem noch ein Bleistift und ein Kuli und ein kleines Stück Papier und ein Leuchtstift. Gar nicht mir. Wer glaubt, dass das schon alles ist, der hat sich arg geirrt. Denn in meine Tasche hat sich außerdem noch das verirrt. Eine Nagelfeile und ein Spray zur Handdesinfektion, ein paar Taschentücher, ein Parfüm und auch noch ein Tampon, sowie Mundspray, scharfe Zucker und ein Nähzeug und so dann kleine Einkaufstaschen, die man nur schnell vergrößern kann. Die Tasche wäre schon gut belastet, aber halb so schwer, wenn nicht auch noch das Zeug von meinem Mann darinnen wäre. Sein Geld, die Schlüssel und sein Handy sucht er sicher schon. Doch hab ich da kein Mitleid, denn das hat er jetzt davon. Wenn's winterlich schon kalt ist und dunkel ist und heftig schneit, wird oft der Weg vom Bus bis hin zum Haustor ganz schön weit. Ganz tapfer kämpf ich gegen jede Wetterunbrill an und hätt statt meinen Stiefeln gern bequeme wie ein Mann. Hab ich das Haustor kältezitternd endlich doch erreicht, fährt mir der Schrecken in die Glieder, mein Gesicht erbleicht und mir fällt ein, die Schlüssel liegen noch im Schreibtischfach. Zur Sicherheit schau ich jedoch in meiner Tasche nach. Sind mein Kalender und mein Handy und ein Protokoll und ein Brief, das seit 2 Wochen an sich bei der Post soll. Und für zwischendurch, wenn ich wo warten muss, ein Magazin und mein Reisepass, der Führerschein, mein Meldezettel. Außerdem ein Basel, ein Notizbuch, eine Lippencreme, eine Bürste für die Haare und ein Deo und zudem noch ein Bleistift und ein Kuli und ein kleines Stück Papier und ein Leuchtstift, wobei der gehört vermutlich gar nicht mir. Eine Nagelfeile und ein Spray zur Handdesinfektion, ein paar Taschentücher, ein Parfüm und auch noch ein Tampon, sowie Mundspray, scharfe Zucker und ein Nähzeug und so dann kleine Einkaufstaschen, die man nur mal schnell vergrößern kann. Die Tasche wäre schon gut belastet, aber halb so schwer, wenn nicht auch noch das Zeug von meinem Mann darinnen wäre. Sein Geld, den Ausweis und sein Handy sucht er sicher schon. Doch seine Schlüssel sind nicht da. Was hab ich jetzt davon? Plus seine Schlüssel sind nicht da.